Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 3 und dem Thema Vorsätze finden und erreichen Teil 2, die 3-Schritte-Formel. Hallo, hier ist Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach. Herzlich willkommen in unserer 3. Folge vom Durchstarter-Podcast, dem Podcast für dein außergewöhnliches Leben. Und ich freue mich wieder riesig, dass du hier heute mit dabei bist. In unserer letzten Podcast-Folge ging es darum, wie auch du Vorsätze finden kannst. Stück für Stück habe ich dir erklärt, was es für einen echten Vorsatz braucht und worin sich die guten von schlechten Vorsätzen unterscheiden. Der Durchstarterrat der Folge war, such dir einen konkreten Vorsatz und notiere ihn dir schriftlich. Wenn du diese Aufgabe noch nicht erledigt hast oder die letzte Folge vielleicht aus irgendwelchen Gründen verpasst haben solltest, solltest du diese jetzt auf jeden Fall nachholen und dir dann noch schnell deinen konkreten Vorsatz schriftlich notieren. Denn jetzt steigen wir genau hier wieder ein. Du weißt, was dein Vorsatz ist, hast ihn sozusagen für dich gefunden und ihn schriftlich ausformuliert. Nun stellen sich die meisten Menschen eine wichtige Frage, nämlich, wie kann ich ihn denn wirklich erreichen, diesen Vorsatz, dieses Ziel, was ich formuliert habe? Und dazu habe ich dir die 3-Schritte-Formel mitgebracht. Über das Erreichen von Zielen könnte ich dir tagelang was erzählen. Das solltest du wissen, bevor wir nun anfangen, über Strategien und Konzepte zu reden. Doch weil wir hier nicht ganz so viel Zeit haben, habe ich mir eine 3-Schritte-Formel für dich überlegt, die dich deine Vorsätze auch wirklich erreichen lässt, wenn du dich, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, konsequent an sie hältst. Diese 3-Schritte-Formel ist wie so ein Rezept, eine Art Anleitung. Setzt du das Rezept 1:1 um, dann erhältst du natürlich auch das Ergebnis, was auch alle anderen mit diesem Rezept schon erreicht haben, die es konsequent umgesetzt haben. Und ich kann dir eins sagen, die Resultate bislang waren phänomenal. Ich kenne die Menschen mittlerweile schon ganz gut und weiß, dass es da immer so ein paar ganz schlaue Köpfe gibt, die denken, sie könnten gewisse Rezepte noch verbessern. Und ich sag dir eins, das, was da rauskommt, ist meistens keine Verbesserung, sondern eine Verschlimmbesserung. Verschlimmbessern wollen wir nicht. Wir wollen erstmal verbessern, richtig? Ja oder ja? Damit meine ich, es gibt Menschen, die fuschen dann an den Rezepten herum und ein anderes Rezept führt dann aber in der Folge eben auch zu einem anderen Ergebnis. Das klingt logisch, oder? Also mein Rat also an dich, probiere diese 3-Schritte-Formel so aus, wie ich sie dir präsentiere, dann werde damit erfolgreich und wenn du damit erfolgreich geworden bist und meinst, du willst sie dann noch verbessern, dann kannst du es immer noch machen, aber erst verbessern, wenn du erfolgreich geworden bist, okay? Klingt das nach einem guten Plan? Ja oder ja? Prima. Also, erst wenn du erste Ergebnisse vorweisen kannst, kannst du dir überlegen, ob du sie für dich modellieren, optimieren kannst. Aber bitte, fang erst einmal an, probiere es aus. Du wirst überrascht sein, was alles für dich möglich ist, okay? Also, kommen wir nun mal zum ersten Schritt. Erster Schritt, super Sätze für deinen Erfolg. Wie heißen die Dinger? Super Sätze für deinen Erfolg. Der erste Schritt unserer 3-Schritte-Formel besteht aus genau diesen Sätzen. Notiere dir diese Sätze und sage sie dir mehrmals am Tag laut vor. Das meine ich ernst. Also die Sätze, die ich dir erkläre, aufschreiben und mehrmals am Tag laut vor dich hinsprechen. Warum du das machen sollst, das werde ich dir nun erklären. Der erste Satz lautet wie folgt. Achte mal auf die Betonung. Ich muss es tun. Die Betonung liegt hier auf ich. Viele Menschen denken, dass sie, wenn sie sich Ziele setzen, die Verantwortung an andere abgeben können. Machen wir ein Beispiel. Du willst abnehmen? Sehr gut. Mach dir bewusst, dass niemand anderes für dich Gewicht verlieren kann, sondern du alleine bist dafür verantwortlich, ob du heute mehr oder weniger wiegst als gestern. Ja, ich weiß, das klingt natürlich erstmal simpel, doch die Bedeutung hinter diesem Satz ist enorm. Verinnerliche ihn dir. Ich muss es tun. Du bist der Schöpfer und Erschaffer deiner eigenen Realität.
Niemand anderes kann dir die Verantwortung abnehmen. Du bist die Person, die es tun muss. Du bist verantwortlich. Du alleine. Und jetzt sag mal zu dir, ich bin verantwortlich. Nochmal, ich bin verantwortlich. Sehr gut, du rockst. Der zweite Supersatz lautet, ich muss es tun. Die Betonung liegt hier auf muss. Alles, was kein Muss für dich in deinem Leben darstellt, ist nichts anderes als heiße Luft. Millionen von Menschen da draußen sagen, ja, ich möchte so gerne abnehmen. Ich möchte gerne so einen Körper wie die da, wie der da haben. Ich möchte. Oder sowas wie, ich würde gerne an Gewicht verlieren. Und wie viele davon schaffen es dann tatsächlich? Na, die wenigsten. Kaum jemand. Wenn aber jemand zu dir sagen würde, scheiße Mann, ich muss abnehmen, damit ich im Sommer in dieses außergewöhnliche, schöne, glitzernde, strahlende, weiße Brautkleid passe. Dann ist da Energie drin, richtig? Da ist dann Feuer drin, da ist Wille drin, da gibt es eine Motivation. Und dieser Wille wird dann die Person über die Ziellinie tragen. Glaub mir, das ist so. Ein Muss ist ein Antrieb. Und ein Möchte ist nichts weiter als eine Vollbremsung. Und zwar eine Vollbremsung für ein durchschnittliches Leben. Mach du dir klar, wenn du deinen Vorsatz tatsächlich erreichen willst, dann muss er ein Muss für dich sein. Kein Plan B mehr. Keine zweite Chance. Entweder alles oder nichts. Und ja, das ist vielleicht hart, das klingt vielleicht hart, aber nur so kommst du auch wirklich zu dem Erfolg, den du dir wünschst. Und alle, die dir was anderes erzählen, denen solltest du die Frage stellen, ob sie wirklich erfolgreich im Leben sind und ob sie wirklich das Modell für dich sind, von dem du lernen willst. Hinweis dazu also, entfalte massive, das Wort ist massive, wie ist das Wort? Massive Aktion. Sei unerschütterlich. Und es gibt da so eine ganz bestimmte Maxime, die kennt der ein oder andere schon aus meinen Seminaren und Workshops. Und diese Maxime, die nenne ich die Maxime des erleuchteten Kriegers, des Enlightened Warriors. Und der erleuchtete Krieger sagt, I do whatever it takes. Ich tue, was ich tun muss, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Es gibt kein Entweder. Es gibt kein Oder. Kein Entweder-Oder, sondern du hast dich entschieden. Du hast dich entschieden, es durchzuziehen. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt nur noch das Erreichen deines Ziels. Dann hast du einen Willen, dann hast du einen Muss in dir kultiviert. Ein weiterer Tipp für dich. Sag deinen Freunden, was du vorhast. Motiviere dich täglich. Setz dich unter einen dir dienlichen, dir förderlichen Druck. Denn, wie war das nochmal? Unter Druck entstehen ja bekanntlich Diamanten, richtig? Wenn nämlich der Stoff, aus dem die Diamanten gemacht sind, in der richtigen Umgebung liegt und massiver Druck ausgeübt wird, dann entsteht dieser Stein, dieser Diamant. Und genauso ist es mit dir auch. Setz dich unter Druck, der Druck lässt dich handeln und dann kommen brillante Ergebnisse hervor. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Supersatz. Supersatz Nummer 3. Achte wieder auf die Betonung. Ich kann es tun. Die Betonung liegt hier auf dem kann. Das kann sagt aus, dass du dir darüber im Klaren bist, dass du alles hast, was du brauchst, um den Vorsatz tatsächlich Realität werden zu lassen. Das bedeutet, du glaubst an dich. Du glaubst daran, dass es für dich möglich sein kann. Ich kann es tun. Komm, sag's mal laut mit mir zusammen jetzt. Ich kann es tun. Auch das klingt erst einmal sicherlich simpel. Doch der Grund, wieso dieser Satz ein Supersatz ist, ist enorm wichtig. Die meisten Menschen denken nämlich, ihnen würde noch etwas fehlen, bevor sie anfangen können. Die meisten denken, sie brauchen mehr Wissen, ja, und natürlich mehr Geld und mehr Kraft und noch eine Technik und noch mehr Zeit, noch ein Seminar und so weiter und so fort. Sie schieben das alles irgendwann in die Zukunft. Die Folge ist, diese Menschen werden niemals bereit sein, weil es immer etwas gibt, was ihnen anscheinend noch fehlt. Und das ist brandgefährlich, denn dabei handelt es sich um die Geschichte deines Lebens, die dich davon abhält, das zu tun, was du tun musst, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Zur Geschichte machen wir aber nochmal an anderer Stelle etwas in einem ganz anderen Podcast.
An dieser Stelle Merksatz dazu: Fang an. Komm in die Handlung. Tu es einfach. Mach's einfach. Denn besser werden kannst du immer noch. Und ja, anzufangen ist manchmal nicht ganz leicht. Da kommt die Angst hoch, dass du was einen Fehler machst. Und du weißt ja, die Angst ist der Schlüssel, der die Tür zu diesem außergewöhnlichen Leben öffnet. Aber wenn du erst einmal drin bist, anfängst, fängt auf einmal das Leben an, einen Schritt auf dich zuzugehen. Das kannst du vielleicht jetzt noch nicht so ganz erschließen, was ich damit meine. Aber vertrau mir, es wird so sein. In dem Moment, wo du den ersten Schritt machst, kommt das Leben, das Universum auf dich zu. Denn das Universum ist für dich. Das Leben ist für dich. Es will, dass du wächst. Aber es wartet auf dich, dass du den ersten Schritt machst. Denke also da an den dritten Supersatz. Ich kann es tun. Laut, wir beide zusammen. Ich kann es tun. Jetzt hast du schon eine ganze Menge an die Hand bekommen, richtig? Aber in unserem Podcast gibt es natürlich immer noch mal einen Bonus. Da gibt es immer noch mal was obendrauf. Und deswegen die Drei-Schritte-Formel. Schritt Nummer 2 heißt QNEF. Und viele von euch werden sich jetzt fragen, hä? Was meint er denn jetzt damit? Was ist denn QNEF? Ich werde es dir verraten. QNEF ist eine Abkürzung und bedeutet übersetzt Folgendes. Konstante und niemals endende Verbesserung. Was ich damit meine, ist Folgendes. Finde Wege und Strategien, mit denen du bist verantwortlich, mit denen du es schaffst, dich auf und während deines Weges beständig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Geh auf Seminare, geh auf Events und Fortbildung und setze dann all das Wissen aber sofort um. Denn nur angewendetes Wissen ist wirkliche Macht, richtig? Investiere in dich und lerne Modelle, mit denen du deine Ziele noch schneller erreichen kannst. Mein Vater war und ist ein erfolgreicher Springreiter und früher war er auch mal mein Trainer. Ich bin damals springen geritten, war Springreiter und auf dem Springplatz gab er mir einst den folgenden Satz mit auf den Weg, den ich niemals vergessen werde. Er lautet, Achtung, Ohrenspitzen, er hat immer zu mir gesagt, Damian, wenn du aufhörst, besser zu werden, dann hast du aufgehört, gut zu sein. Ich wiederhole das nochmal. Damian, wenn du aufhörst, besser zu werden, hast du aufgehört, gut zu sein. Und wenn wir das jetzt übertragen in die Allgemeinheit, heißt das, Menschen, die aufhören, besser zu werden in irgendetwas, was sie tun, hören auf, gut zu sein. Damit motivierte er mich sozusagen in jeder Trainingseinheit, jeden Tag ein Stück mehr zu trainieren, ein Stück härter zu trainieren und ein Stück besser zu werden als am Tag zuvor. Konzentrierter zu sein, jedes Mal mehr zu geben. Und dadurch sind ganz außergewöhnliche Erfolge damals im Springsport für mich möglich gewesen. Und das Tolle ist, wir sind alle Menschen, keine Bäume. Wir können also flexibel sein und falls nötig unsere Strategien ändern, uns verändern, den Ort verändern, um uns zu verbessern. Wenn also eine Strategie nicht funktioniert, wenn du dir ausgedacht hast, ja, ich mache das genauso und du merkst, es geht nicht, dann heißt es nicht, dass es für dich nicht möglich ist. Dann heißt es nur eins, du musst die Strategie verändern. Du musst was? Sag's mal laut, ich muss meine Strategie verändern. Und wenn die neue Strategie, die du dir überlegst, nicht funktioniert, was musst du dann machen? Eine neue Strategie überlegen. Und wenn diese Strategie nicht aufgeht, was machst du dann? Klar, du überlegst dir eine neue Strategie. Und wenn diese nicht aufgeht, was machst du? Du überlegst dir eine neue Strategie. Und wenn auch diese neue Strategie nicht aufgeht, was machst du dann? Du überlegst dir eine neue Strategie. Und wenn auch diese neue Strategie wieder nicht aufgeht, was machst du dann? Du überlegst dir eine neue Strategie. Und wenn auch diese nicht aufgeht, dann? Na? Ja, richtig. Dann überlegst du dir eine neue Strategie. Du tust, was du tun musst, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Du gibst nicht auf. Aufgeben ist keine Option. Du ziehst durch. I do whatever it takes. Du veränderst so lange und passt so lange flexibel an, bis du angekommen bist. Bis du dein Ziel erreicht hast. Und glaube mir, mit dieser Grundausrichtung wirst du jedes Ziel der Welt erreichen. Jedes Ziel. Das hier ist nämlich kein Hokuspokus, sondern das ist ganz reale Magie. Das funktioniert. Es funktioniert bei mir. Und wir haben das Hunderttausenden von Menschen beigebracht. Bei denen hat es auch funktioniert. Du musst nur eins machen. Sei unerschütterlich. Handle so lange, bis du Erfolge in dein Leben ziehst.
du wirst reichlich dafür entlohnt werden. Ganz bestimmt. Das war Schritt Nummer 2. Jetzt kommen wir sind ja in der 3-Schritte-Formel, zu Schritt Nummer 3. Der letzte Schritt unserer 3-Schritte-Formel zur Erfüllung deiner Vorsätze setzt sich aus 3 magischen Fragen zusammen. Wir kommen zur Frage Nummer 1. Bist du bereit? Dann spitz die Ohren. Los geht's. Bist du ein Macher oder ein Möchtegern? Warum ich das frage, ist ganz einfach. Ich will, dass du ganz genau darüber nachdenkst, wer du im Leben sein willst. Macher machen und möchte gerne schnacken. Sie reden einfach nur. Sie produzieren keine Ergebnisse. Macher machen und produzieren Ergebnisse. Und da sage ich immer Folgendes zu. Es gibt entweder eine Geschichte, also man erzählt und labert, warum etwas nicht geht, oder man produziert Ergebnisse und ist ein Macher. Macht das für dich Sinn, ja oder ja? Macher ist für mich jemand, der es einfach tut. Der die Angst und Unsicherheit in sich spürt, sie erkennt, sich nicht davon aufhalten lässt und trotzdem handelt. Das ist natürlich anders, als er möchte gern. Möchte gerne sind Redner, die zwar davon sprechen, dass sie was verändern wollen, aber niemals richtig durchstarten, weil ihnen etwas Entscheidendes fehlt, nämlich die Umsetzung. Sie kommen nicht in die Handlung, sie tun es einfach nicht. Aber genau diese Handlung, die Umsetzung, ist das, was das alles Entscheidende ist. Es ist die Grundlage für jeden großen Erfolg. Kommen wir zu der zweiten magischen Frage. Die baut auf dieser Erkenntnis auf. Und weil die Umsetzung so wichtig ist, frag dich bitte Folgendes regelmäßig. Achtung! Bringt mich das, was ich gerade tue, meinem Ziel näher, ja oder nein? Nochmal. Bringt mich das, was ich gerade tue, meinem Ziel näher, ja oder nein? Und falls die Antwort nein ist, hör auf damit, das zu tun, was du gerade tust und tu etwas, was dich deinem Ziel näher bringt. Und falls die Antwort ja ist, überlege dir, wie du das, was du tust, noch weiter optimieren kannst, um dein Ziel noch schneller zu erreichen, um ihm noch schneller näher zu kommen. Macht das Sinn für dich? Ja oder ja? Komm, gib mir ein lautes Ja. Prima, du bist spitze. Toll, dass du mitmachst. Die dritte magische Frage lautet, wer ist schon da, wo ich selbst noch hin will? Und ja, ich weiß, die meisten wissen mit dieser Frage erstmal gar nichts anzufangen, aber schau mal. Kann es manchmal sein, dass du selbst nicht weiter weißt, was jetzt das Richtige wäre zu tun? Und genau in diesem Moment brauchst du jemanden, der den Weg vor dir schon gegangen ist. Du brauchst jemanden, der schon da ist, wo du hin willst. Denn diese Person kann dir authentisch und ehrlich erklären, wie du es auch schaffst. Und was es zu tun gibt und welche Schritte du vielleicht in welcher Reihenfolge gehen kannst, damit du schneller vorankommst. Macht das Sinn für dich? Wenn du also zum Beispiel abnehmen willst, kann dir dann ein dicker Kumpel aus der Nachbarschaft sagen, wie du das erfolgreich schaffen kannst? Nein, geht nicht. Er hat es ja selber nicht gemacht, er ist ja selber den Weg nicht gegangen. Aber jemand, der ebenfalls viel Gewicht verloren hat und heute ein schlankes, fittes und sexy Leben lebt, der könnte dir sagen, wie das geht, richtig? Kannst du vom Raucher lernen, wie man nicht Raucher wird? Kann man von jemandem, der pleite ist, lernen, wie man reich wird? Geht nicht. Du brauchst ein Modell. Du brauchst was? Also ein Modell ist jemand, der schon da ist, wo du gerne hin willst. Diese Frage, wer ist schon da, wo ich hin will, impliziert also auch die Aufforderung, dass du aktiv wirst. Dass du auf die Suche gehst. Dass du auf die Suche gehst, diesen Menschen zu finden, ihn vielleicht anzuschreiben, zu kontaktieren. Vielleicht wirst du diese außerordentlich erfolgreiche Person, die schon da ist, wo du hin willst, einfach mal zum Essen einladen, um herauszufinden, was das Rezept von dieser Person war. Denn wenn du das Rezept hast, dann kannst du den Kuchen nachbacken. Wenn du das Rezept für den Erfolg der anderen Person hast, dann hast du einen Plan, eine Anleitung, wie auch du es schaffen kannst. Und du erinnerst dich sicherlich, ein erfolgreiches Rezept braucht man lediglich nur noch nachzukochen und schon erhält man ganz genau das gleiche Resultat, richtig?
Dann wieder zurück zu euch. Ihr habt mir wieder geschrieben, ihr Lieben. Ich danke euch schon. In der letzten Podcast-Folge habe ich dich dazu aufgefordert, mir über Facebook eure Vorsätze und Ziele mitzuteilen. Und einige von euch haben es tatsächlich gemacht. Ich bin stolz auf euch. Und ein paar möchte ich hier gerade nennen, denn ich finde das richtig großartig, dass ihr mitmacht. Das motiviert mich, euch noch viel, viel mehr zu geben. Vielen Dank also an Steffi, Christian, Margret, Franziska, Jan, Timo, Roland, Nebo, Daniela und die ganzen vielen anderen, die auf Facebook geschrieben haben. Und ich kann euch eins sagen, ich lese regelmäßig eure Kommentare und Beiträge auf der Facebook-Seite und ich finde es klasse, wie ihr so richtig durchstartet. Das macht nämlich richtig Spaß mit euch. Gut, dann kommen wir zum Durchstarterrat in der heutigen Folge. Und der heißt ganz einfach, such dir einen Mentor. Einen Mentor, der dich unterstützt. Such dir so schnell wie möglich die Person, die schon da ist, wo du hin willst. Jemand, der dich auf deinem Weg begleitet und dich bei der Umsetzung deiner Ziele beobachtet. Der dir vielleicht manchmal ganz zart in den Hintern tritt, wenn du dabei bist, wieder zurückzufallen. Jemand, der dir Energie gibt, der dich begleitet, der dich herausfordert, dich fördert und fordert. So kommst du nämlich viel, viel, viel schneller zum Ziel, als du es dir vorstellen kannst. Ich hatte zu jeder Zeit in meinem Leben auf meinem Weg eine solche Person als mein Vorbild. Und ja, das ist die eigentliche Abkürzung im Leben, von denen zu lernen, die schon da sind, wo man selbst hin will. Wenn du jetzt sagst, Damian, das geht aber schlecht, wo soll ich denn diese Person finden? Dann sage ich dir, mach dir erstmal Gedanken, was das für eine Person sein soll. Und dann mach dich auf die Suche. Zum Beispiel Amazon Bestsellerlisten. Du kannst ja so einen Autor auch mal anschreiben, der vielleicht über einen großen Erfolg geschrieben hat. Du findest ihn vielleicht in der Umgebung. Vielleicht ist es ein erfolgreicher Unternehmer, ein erfolgreicher Musiker, ein Schauspieler, wer auch immer. Fang aber an, geh auf das Leben zu. In dem Moment, wo du dir bewusst wirst, was genau du willst, wird das Universum auf dich zukommen. Und es wird Umstände und Fügungen geben, so dass du diese Person, von der du weißt, dass du sie brauchst, auch tatsächlich treffen wirst. Das ist die Magie des Lebens. Da werden wir an anderer Stelle in einem anderen Podcast auch nochmal drauf eingehen. Mach dich also auf den Weg, begebe dich intensiv auf die Suche, denn was lange währt, wird endlich gut. Und ja, manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Nimm dir die Zeit, aber fang an. Tu es einfach. Mach's einfach. Und ich kann dir eins sagen, jeder Mensch braucht eine solche Person, einen Mentor, einen Coach. Jemand, der ihn begleitet. Jemand, der an ihn glaubt. Jemand, der da ist und dir die Energie und Kraft gibt, wenn du sie am meisten brauchst. Selbst die größten Sänger und Sängerinnen singen nur so wunderbar, weil sie Lehrer und Coaches haben, die sie immer wieder an ihre Grenzen bringen und sie über die Grenzen hinausgehen lassen. Das Gleiche gilt für erfolgreiche Unternehmer, für die Supersportler, für all diejenigen, von denen du sagst, wow, wir haben die es geschafft, so ein außergewöhnliches Leben zu leben. All diese Menschen haben Menschen um sich herum, die ihnen Energie geben, die sie unterstützen, die sie beraten und die ihnen dabei helfen, das Beste aus sich zu machen, was sie sein können. Und wenn das für die gilt, dann kannst du das auch, wahr oder wahr. Aber von nichts kommt nun mal nichts. Mentoren und Lehrer sind so wichtig für ein erfolgreiches Leben und vor allen Dingen für ein erfolgreiches Jahr 2017. Such dir deinen Mentor. Such dir deinen Coach und starte jetzt durch. So, ihr Lieben, das war der zweite Teil unserer Podcast-Doppelfolge zum Thema Vorsätze finden und erreichen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich finde es toll, dass du wachsen willst, dass du dein Leben verbessern willst. Jetzt liegt es an dir. Werde aktiv, komm in die Umsetzung. Und wenn du mir einen großen Gefallen tun möchtest, wenn du also erkennst, dass diese Informationen wertvoll sind, dass sie dir was bringen, dass sie dich unterstützen, das Beste aus dir zu machen, was du sein kannst. Dann eine Bitte jetzt hier an dich und zwar bewerte bitte diesen Podcast hier mit 5 Sternen. Ich danke dir schon jetzt dafür. Starte durch, level up your life und denke mal daran, mach's einfach, denn du bist größer als du denkst. Dir hat die heutige Folge gefallen? Dann schenke Damian und dem Durchstarter-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und schreibe uns einen netten Kommentar. Somit kannst du außerdem am großen Podcast-Gewinnspiel teilnehmen und ein iPad sowie viele Überraschungspakete von Damian gewinnen. Weitere Informationen zum Gewinnspiel findest du jetzt unter www.damian-richter.com/podcast-gewinnspiel. Wir wünschen dir viel Glück und drücken dir die Daumen.